und willkommen in den Bergen von... Aber wo, eigentlich haben wir die Berge, aber Männer haben ja hinter uns gelassen. Zumindest die großen, die mit den vielen Eisfrauen. Die Eisfrauen, sie sterben in der Nacht. Ja, diese... Oh, das sah ja fast gekonnt aus. Oh, Killerfasan! Komm her, Killerfasan! Schrumm! Ah, in den Rücken gefallen. Sehr schön. Aber ich kann den Fasan nicht mehr mittragen. Bei Let's Play Final Fantasy... das hier halt. Yes, Muramasa the Demon Blade, verdammt. Ah, Final Fantasy 4 neigt sich langsam dem Ende entgegen. In gewisser Weise bin ich... Wo ist die Pille? Wo ist der Gegenstand? Ah, hier geht's runter. Da. Eine unsichtbare Barriere versperrt mir den Weg. Okay, hier muss doch irgendwo... Bestimmt wieder am Anfang. Hier ist nicht der Anfang. Hier hinten ist der Anfang. Bestimmt am Anfang... Moment, da war... Nein, auch nicht. Hey! Aha, ja, sag ich doch am Anfang. Na, wenn ich's nicht... Kaki-Frucht. Das hört sich nicht lecker an. Zumindest nicht für den Großteil der normalen Bevölkerung dieses Landes. Hoffe ich jedenfalls. Ansonsten muss ich auswandern. Restaurant. Nein, lassen wir es. Nachdem ich irgendwie von Haien und Känguru in einem anderen Projekt sprach, glaube ich. Yay, level up! Ich glaube, ich werde am Ende dieser Folge schmieden. Oder nochmal versuchen zu schmieden. Oh, hier gibt es wohl irgendwie gar nichts auf dieser Karte, deswegen. Boah, noch mehr Himmelhunde. Ich finde es ja irgendwie seltsam, dass irgendwie dieser Obermacker-Typ... Aua? Oder doch nicht Aua? Wechsel, Wechsel, Wechsel. Danke. Und nochmal Spezial. Wusch, 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 wusch. Geil. Ich wusste nicht, dass das der Schrapp-Schrapp-Angriff war, aber es lohnt sich. Mach mal Schrabbi! Nennt mich Schrabbi. Nennt mich nach Untergefalli. Egal. Ach, wenn ich mir nur merken könnte... Ach, Säge heißt das Ding. Wenn ich mir doch nur merken könnte, welche Waffe ich gerade habe und welche Spezialangriffsfähigkeit sich dahinter verbirgt. Und welche E-Mails man damit empfangen kann. So, wir haben damit dieses Gebiet... Ich glaube, mehr oder weniger erfolgreich. Ja. Mehr oder weniger erfolgreich durchlaufen. Achso, diese Senftenträger haben mich wahrscheinlich nicht getragen, weil sie mich irgendwo hintragen, wo ich jetzt eigentlich noch gar nicht hin soll. Und ich hatte nicht genug Geld dabei. Habe ich dabei Ersteres. Das sieht wieder nach gewohntem, bewohntem Gebiet aus. Hallo, bewohntes Nacht. Ja, wenn jetzt noch die Eifrauen... Die Eifrauen klingelingeling, klingelingeling, ich bin die Eierfrau. Klingelingeling... Das sieht irgendwie bekannt aus. Naja, wir haben jetzt so viele verschiedene Hintergründe gesehen, da dürfen sich die Entwickler ruhig mal erlauben, irgendwas schon da gewesen ist, wieder zu verwerten. Meine anderen Spiele verwerten irgendwelche Gegner. Wieder und wieder und wieder und wieder. So, ich habe gerade das Gefühl, dass ich vergesse, irgendjemanden irgendwie Referenz zu nehmen, nur auf dem Kommentar. Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Schrein. Diese Ninjas werden auch immer hartnäckiger. Aber solange nicht die Kusarigama-Viecher und so weiter auftauchen... Roscha! Soll mir das recht sein. Gefangen im Mondlicht. Ist mir gerade der Gedanke gekommen, nachdem ich den Namen der Spezialattacke der Waffe, die oben in der Mitte des Bildschirms hoffentlich steht, ich gelesen habe. Deswegen passt ja auch, ist ja Nacht. Oh Gott. Warum kann es nicht mehr solche Spiele geben? Ich meine, mit so genialen Hintergründen... Was mache ich jetzt hier für... Okay, das... Habe ich gerade so falsch... Ah, sehr schön. Endlich. Schling. Hey, sehr schön. Hat ja ordentlich was gebracht. So. Runter oder... Ich guck gerade... Nee, das bringt irgendwie gar nichts. Ach, ich geh einfach mal... Ach, ich geh unten lang. Immer diese Entscheidungen. Ja, als... Oh, hier gibt's wieder eine heiße Quelle. Und es gibt einen Bonusgegenstand. Ah. Bestimmt... Aha! So, jetzt, wo ist der Affe? Wo ist der Affe? Wahrscheinlich wieder am Anfang, oder? Ah. Moment. Nee, da komme ich. Ach, da ist der Affe! Hallo, Affe! Dass ich ihn wieder mal nicht sehe. Ja, 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 ja. Dienen diese Eisenquellen eigentlich sonst noch irgendeinem Zweck, außer wieder voll zu sein? Meine. Ich hätte jetzt gehofft, dass hier vielleicht Eisfrauen baden. Auf der anderen Seite wäre es dann wahrscheinlich keine Hei. Gott. Welle ist dann wahrscheinlich keine heiße Quelle, sondern eine kalte Eis. Das wäre das erste Eisstadion der Welt. Oder so. Gefriergekühlt mit Temperaturen unter 0 Grad. Ah, das ist also so ein blödes
Kann ich das aufmachen? Oh Gott. Oh Gott. Oh mein lieber Gott. Guck mal. Fuller Level 9 oder höher? Wieso komme ich jetzt dahin, wenn das für Level 9 oder höher ist? Das muss ja scheiße einfach jetzt sein. Hätte ich hier schon wesentlich früher hingekonnt? Das ist 100 Inkarnationen der Schatten-Ninja. Ja. Das hört sich jetzt an, als würde es lange dauern und nicht als... Schwing! Aber ich könnte wechseln. Level 9 oder höher? Level 99 oder haben sich irgendwie verschrieben? Ich meine, für Level 9 sieht das ja gerade aus, als würden die viel zu viel vertragen. Ich meine, da hätte ich ja... Könnte ich noch gar nicht so gute Schwerter tragen. Auf der anderen Seite war es auch nicht unbedingt einfach. Schwer. Schwer. Der rote Mond im Hintergrund grinst mich an. Mutter. Mutter. Wo ist die Sonne? In mein... Nein. Ich versuchte gerade die Sonnenmelodie zu finden von Rammstein, aber... Krieg ich gerade nicht hin. Das war auch mal mein Problem in meinem Fall... in meinem Mega Man 2 LP. In dieser nur Singen-Episode. Irgendwie auf die Melodie zu kommen. Keine Ahnung. Wenn ich... mich hier auf irgendwelche Geschehnisse konzentrieren muss, kommen mir Melodien von Liedern, die ich nicht so häufig höre, nicht gut in den Kopf. Gut, ich höre jetzt wie gesagt Rammstein nicht allzu häufig. Das sollte ich damit auch sagen, vielleicht. Hier! Stell dich neben den Bassbooster. Level 9. Keine Ahnung, ich komme gerade nicht drüber weg. Ich meine, ich habe jetzt hier gerade mit einem Schwinger über 300 Schaden gemacht an allen. Wenn ich mit Level 9 gegen die kämpfen müsste, würde ich wahrscheinlich gar nicht gegen die bestehen können, weil ich ewig auf sie draufschlagen würde, weil sie so viele Lebenspunkte haben. Oder sie skalieren mit meiner Erfahrungsstufe. Das kann natürlich auch sein. Rot. Ich muss mal gucken, welche... Also ich gucke nachher mal, wenn ich hier durch bin. Einfach mal kurz in meinen Schmiedebildschirm. Da müsste ja... Ich sollte mir das eigentlich aufsparen dafür, wenn die nächste Welle kommt, aber naja. Ist dann halt nicht die perfekte Welle. Ding. Nein, ich guck nachher mal in meinem Menü, ob irgendwie mit dabei steht, ab was für ein Level oder ab was für Werten das Schwert, welches die rote Barriere zerschneidet, getragen werden kann. Sollte man meinen Spiel... Den Mond. Roter Mond und blauer Mond. Das passt ja. Schudoing. Ja, ich fühle mich jetzt hier auch nicht unbedingt gefordert. Also die einzige andere Möglichkeit, die mir jetzt hier gerade einfällt, ist halt, dass die Gegner, mit meinen Level skalieren, also von den Attributen her. Was ich blöd fände. Ich hasse sowas. Habe ich auch in Final Fantasy 8 schon... Verdammt. Bin getroffen worden. Habe ich in Final Fantasy 8 schon gehasst. Das führt für mich irgendwie diesen Aspekt dessen, dass es sich meine Helden verbessern durch Aufleveln und so weiter, ad absurdum, wenn meine Gegner das im gleichen Maße tun. Fand ich übrigens auch bei Oblivion kacke. Ich meine, wozu überhaupt Charakterverbesserungen mit reinbringen? Wenn... man es nicht ausnutzen kann. Ich sollte mal wechseln, weil meine Waffe war gerade ziemlich am Arsch. Wenn der Balken stimmt. Ach, gäb's doch nur sowas für den Boden. Das wäre noch besser. Weil die wenigsten, zumindest habe ich den Eindruck, dass die wenigsten Gegner Bodengegner sind. Sie wohnen... Au! Verdammt! Aber ich wurde ja zu viel geblockt, oder was? Na, egal. Schoing! Auf jeden Fall schreibt mir dazu, ob die Gegner hier irgendwie skalieren. Ich habe jedenfalls, ja, weiß nicht. Irgendwie den Eindruck hatte ich irgendwie schon gehabt. Also, oder zumindest, ich habe zwar den Eindruck gehabt, dass die Gegner wieder dadurch variieren, zum Teil, dass sie andere Kleidungsfarben haben oder sowas. Aber, keine Ahnung, die sehen jetzt irgendwie auch aus wie Ninjas, die direkt am Anfang des Spiels auf mich warten. Doing. Erinnert schon fast an Diablo. Mit einer... Eis, also Diablo 2 Ice Sorceress mit dem Frostorb, mit dem man sich so schön durch die... Moment, der lebt noch. Durch die Gegnerhorden metzelt. Okay, jetzt gerade wünsche ich mir schon, ich hätte nochmal vorher ins Schmiedemenü geguckt und mir stärkere Schwerter zusammengebaut. Aber, na gut, das ist auf jeden Fall einfacher als die Kröten. Ich glaube, bei den Kröten hatte ich jetzt schon wesentlich mehr Heil-Items verbraucht, als ich es jetzt tue hier. Aber ich bin ja auch schon ein paar Mal getroffen worden, wie ich sehe. Ich hoffe, ich... Oh, das war's auch schon. Yay! Hundenapf. Nur, ich kriege Hundenapf. Soll das ein Helm sein, oder was? Oder kriege ich hier noch irgendwie Schappi? Ach, egal. So, weiter geht's. Ich fürchte, dass der nächste... Was bist du denn für einer? Oshie, Toho wa ikaga desu? I am a
Das sieht so aus, als hätte er sein Babykörbchen auf dem Kopf. Ups. Versuch dich lieber an Fleisch. Ach, was soll's, ich... Oh, ich kann nichts mehr tragen. Ja, das tut mir leid, Kind. Ich würde dir gerne Geld geben. Das ist genauso wie mit dieser komischen Blumenverkäuferin aus Terranigma. Ich... Keine Ahnung, irgendwie spricht sowas meine Gefühle an. Wie, ich will helfen. Und dann kaufe ich Blumen und Blumen und Blumen und Blumen und Blumen. Merke nicht, dass die Olle mich verarscht. Ach ja, Terranigma, tolles Spiel. Ja, Karte. Dieses Gebiet ist viel zu groß. Oh mein Gott, ich muss wieder hier Arganium-Klöpper spielen. Join! Join! Was ist jetzt passiert? Töten! Umbringen! Vernichten! Schlurk! Das Elektrofeuerbälle? Na, ich mag auf jeden Fall die Abwechslung, die man so da drin hat. Also zwischendurch. Mit geändertem Verfahren zu töten. Ja, ich mache erstmal den unteren Bereich. Glaube ich. Sieht ja nicht so aus, als wenn es hier noch großartig weit wäre. Hier und. Oh, große Seele. Wobei die großen Seelen, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat hier in den etwas höher leveligen Gebieten. Oh. Moment, ich warte, bis die alle möglichst hier sind, damit ich sie möglichst alle damit erwische. Yay! Was wollte ich jetzt sagen? Diese einzige kleine Flamme ist ja nur eine Seele wert. Zumindest habe ich das mal gesehen, als ich nachgeguckt habe. Bewohntes Gebiet. Ole, ole, bewohntes Gebiet. Ach Gott, das wird hier, glaube ich, wieder eine Monsterfolge. Okay. Okay, Mr. Samurai, es tut mir leid, dass ich nicht geklingelt habe, aber sie haben sowas nicht. Okay, jetzt mache ich hier aber mal einen auf Peter Lustig. Wobei ich mich gar nicht mehr so richtig an den erinnere. Und sein Löwenzahn-Senf. Nee, Moment, das war nur der normale Löwenzahn. So, ich kann auch nichts dafür. Ich wollte ihm nur einen Wachturm verkaufen. Und man an diese Papptüren klopft man doch nicht. Da könnten sie doch kaputt gehen. Okay, gibt es wieder viel zu viele Nebenräume. Aber das tut man nicht alles. Shura-Maske, wieder ein Gegenstand zum Ausrüsten. Aber wenigstens sieht man direkt dran, dass es ein Gegenstand zum Ausrüsten ist. Und nicht also an seinem komischen Hundenapf. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg. Ich wechsle mal. Nicht um Schaden zu verursachen, sondern... Au! Verdammt, ich habe zu viele dicke Schwerter, fürchte ich. Das alte Ding war jedenfalls ein bisschen langsam, was das Prügeln anging. Und, ich sollte nochmal wechseln. Die Säge war schon fast hinüber. Ja, wahrscheinlich, weil ich den Angriff von ihr da geblockt habe. So, schnelle Waffe besser zum Zurückreflektieren dieses Zeugs. Okay. Lass sie ja Geister wohnen lassen. Das sieht ohnehin ziemlich runtergekommen aus. Okay, da lohnt es sich, sich hier Geister wohnen. Oh, noch eine Geisterfrau. Um sowas zu verhindern, sollten Frauen Frauen heiraten. Du bist auch dunkel und unheimlich. Sorry. So. Bringt mich das storymäßig irgendwie weiter? Ich weiß es nicht. Glaube ich gerade nicht. Oh mein Gott, dieses Gebiet ist wieder viel zu groß. Mit viel zu wenig Speicherpunkten. Ich muss natürlich auch mal erstmal hier den langen Weg ins Nichts antreten. Moment, warum ist da eine Fahne? Warum ist hier eine Fahne? Muss ich hier hin? Wo bringt mich das denn jetzt hin? Ich gucke jetzt einfach mal, wo mich das hier hinbringt. Ich meine, ich sehe jetzt gerade auch nicht, weil ich die Karte hier... Los? Auf los geht's los? Wieso los? Komme ich hier in den Brunnen rein, oder? Hä? Okay, hier geht's auch sonst nicht weiter. Hä? Okay. Ah, Tatsache... Hölle? Komm ich hier wieder zurück? Ist das hier ein Speicherpunkt? Ich wollte hier eigentlich erstmal weiter oben erkunden gehen. Hey! Hilfe! Komme ich hier jemals wieder lebend raus? Werde ich den
Gegenstand in diesem Raum finden. Ich hoffe, das finden wir heute noch raus. Bei Let's Play Muramasa The Demon Blade. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und so. Okay, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Ich habe gedacht, es wäre ein Speicherpunkt, aber ich komme ja tatsächlich wieder hoch. Okay, Fahne bedeutet wohl, ich bin hier richtig. Ja, ich gehe dann mal zur nächsten Kreuzung auf der linken Seite und sehe euch da wieder. Jo, ja, mit Rat dessen, dass die Folge jetzt schon 16 Minuten wahrscheinlich schon fast lang ist, hoffe ich, Speicherpunkt. Falls überhaupt einer ist, ich meine, im Gebiet davor war ja einer. Keine Ahnung, kenne jetzt, oh nein, nicht schon wieder mehr Häuser. Obwohl, mehr Häuser mit Salbeipillen, yes. Wobei, die Pillen habe ich mal nachgesehen im Inventar. Heilen irgendwie nicht so furchtbar viel. By the way, habe ich mittlerweile... Oh, Ninjas. Habe ich mittlerweile leider Gottes vergessen, mal nachzugucken wegen meinem Schwert. Also mit dem roten. Wegen, wisst schon, Stufe 9 Herausforderung und so. Aber die Herausforderung hat mir, glaube ich, so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, was die Länge der Folge angeht. Yay, 365 Schaden im Jahr. Jeden Tag rein. Hui. Ach, ich liebe es, wenn man, dass man die Projektile so, so zielgenau schön zurück schleudern kann. Oh, alles Gute kommt von oben. Weißt du das noch nicht? Hat er meinen Schlag gerade... Nein, ich kämpfe gerade scheiße. Das dauert zu lang. Du sollst dich nicht am Rand aufhalten. Hat das meine Mutter nicht gesagt. Nicht auf dem Strich, ich meine, am Rand gehen. So. Nur Verlierer gehen an den Rand. Glaube ich. Naja. Ich musste ja früher immer im Schulunterricht an der Wand am Rand stehen, weil ich in die Mannschaft als Letzter... Ich meine, ich bin immer als Letzter in die Mannschaft reingewählt worden. Schnüff! Okay, hier ist gar nichts! Außer ein schönes Bild vom Berg. Aber ich bin nicht hergekommen, um ein schönes Bild vom Berg zu sehen, sondern ein schönes Bild vom Tal. Und, das hier mitzunehmen. Meisterhandbuch! Wozu? Das sah jetzt irgendwie aus, als wäre es ein Gegenstand zum Ausrüsten. Das sieht aus, als wäre es ein Gegenstand zum Kaputtmachen. Ich sehe gerade, ich sollte eigentlich meine Waffe mal wechseln, aber ich habe gerade keine Lust zu. Ist ja nur einer. Ich möchte gerne meinen Wechselangriff behalten. Oh, Levelaufstieg 33. Muss ja bedeuten, ich müsste jetzt eigentlich pornös viel wieder schmieden können. Dieses Gebiet ist zu groß. Eindeutig. Passt ja noch gar nicht mal auf einen Bildschirm drauf. Sag ich jetzt. Sieht jedenfalls danach aus. Okay. Unten, also da, wo der Brunnen war, muss ich auf jeden Fall hin. Wahrscheinlich ist da der Weg zur Hölle. Hölle, 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 Hölle. So, was haben wir hier? Okay, eine blaue Barriere. Da komme ich noch nicht weiter. Also gehen wir da lang, wo wir weiter können. Und zwar... Okay, das sieht so aus, als würde sich dieser obere Weg eventuell mit den zwei Verbleibenden verbinden können. Violette Barriere. Okay, ich werde wahrscheinlich zuerst dieses violette Schwert kriegen und... Wo bin ich eigentlich? Ach, da. Das violette Schwert kriegen und danach das blaue oder so. Och, nee. Diese Viecher sind übrigens ziemlich interessant. Ich weiß nicht, ob das Geister sind oder ob es tatsächlich mal... Jetzt könnte ich aber meinen Wechselskill mal benutzen. Weil, wenn man sie irgendwie mal kritisch trifft, fallen sie nur noch als Schirme runter. Und, keine Ahnung, es ist eine Geisterstadt. Keine Ahnung. Obwohl, es würde Sinn machen, wenn es eine Geisterstadt wäre. Dann wäre unten auch idealerweise das Tor zur Hölle. Oh, noch viel mehr Häuser. Na, gucken wir mal. Bisher noch kein Eingang in Sicht. Das passt mir ganz gut. Auf der Suche nach einem Speicherpunkt. Och, nee. Ist ja auch noch ein Gegenstand, den ich einpacken muss. So, aha. Was soll denn das sein? Doppel... Achso, hier gibt es bestimmt wieder einen Fressbuden im Hinterhof oder so. Hallo. Achso, du bist ein Händler, was? Ich drück doch A, um mit dem Händler zu sprechen. Ja, was soll's, ich mach den Rest der Episode beim nächsten Mal. Von Let's Play dem hier. Ab oder zu, habt ihr schon eben gehört. Bis dann, ciao.